Wir, die Gruppe für praktische Philosophie und Sozialontologie, und ich als deren Repräsentant, also ich repräsentiere die gemeinsamen Intentionen dieser Gruppe, ohne einen klaren ihrerseits erteilten und schriftlich verfassten Entscheidung. Wir als Gruppe wurden wir in diesem Jahr am Institut für Philosophie der Universität Belgrad gegründet. Mein heutiger Vortrag steht als das erste Resultat meiner Beschäftigung mit der Problematik sozialer Ontologie. Ich habe mich früher mehr mit dem beschäftigt, wie eine Gruppe, das ist der Staat, zugrunde geht und zugleich wie eine neue Ordnung, ein neues Recht entsteht. Meistens durch die Gewalt, durch das Verbrechen, habe ich gedacht. Nun bin ich übergangen worden zur Untersuchung, wie sich eine Gruppe und auf welche Weise gründet, wie eine Gruppe ihre Identität befestigen. Und vielleicht für mich das Wichtigste ist das Recht, das, was eine Gruppe von zugrunde gehen bewährt. In meinem Vortrag werde ich eine neue Typologie der kollektiven Identität versuchen zu geben. Meine Untersuchung stützt sich auf einer Seite auf die Gruppentypologie von Edith Stein, auf anderer Seite basiert sie sich auf die Lehre Hegels vom objektiven Geistes. Das Resultat meines Vortrags soll nicht eine abgerundete Typologie bieten, sondern nur die Basenbestimmungen für eine zukünftige Arbeit darstellen, die sich mehr mit der analytischen Sozialontologie beschäftigen wird. Zuerst werde ich die grundlegenden Ansätze Edith Steins über die kollektive Identität präsentieren, die in ihren Werken Individuum und Gemeinschaft und eine Untersuchung über den Staat ausgelegt sind. Beide Bücher sind im Husserls Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung veröffentlicht, in Bänden 5 und 7. Ich glaube, dass das sozialontologische Potenzial der Theorie von Edith Stein über die Gruppenidentität nicht genug in der gegenwärtigen Sozialontologie benutzt wird und dass sie ein ergiebiger Boden für die Untersuchung des Problems kollektive Identität bieten kann. Also, Stein unterscheidet drei Grundtypen der Gruppen: Masse, Gesellschaft und Gemeinschaft. Sie können das sehen. Und das Gemeinschaftserlebnis stellt das Mittel nach Stein für diese Gruppenunterscheidung. Das Gemeinschaftserlebnis ist ein intentionaler mentaler Zustand, das man mit dem anderen Individuum teilt. Das Gemeinschaftserlebnis differenziert sich von dem intentionalen Zustand, welches man als Einzelner erfährt, in drei Arten. In Bezug auf sein Subjekt, auf seine Form und auf zeitlich geordnete Reiche anderer intentionale Zustände, zu dem es gehört. Ein Beispiel. Leitender Ausschuss des Instituts für Philosophie ist für die Entscheidung über den künftigen Status des Instituts in Rücksicht auf die Möglichkeit einer Organisation des Doktoratsstudiums bevollmächtigt. Ich kann als Mitglieder des leitenden Ausschusses dafür halten, dass wir beabsichtigen, dass diese Entscheidung gebracht würde. Ich bin aber nicht das einzelne Subjekt dieser Intention, sondern es aus allen anderen Individuen, die sich unter der Bestimmung "Wir absichten etwas" befinden, besteht. Deshalb, was wir beabsichtigen, konnte in diesem Fall von dem, was jeder von uns einzeln beabsichtigt, unterscheiden. Ein Mitglied des leitenden Ausschusses konnte beabsichtigen, dass die gebrachte Entscheidung den Fortschritt in bisheriger Praxis repräsentiert, während der andere Mitglieder es nur aufgrund der subjektiven Ansicht betrachten kann. Das ist, dass ihm mit dieser Entscheidung einen weiteren beruflichen Aufstieg gegeben werden. Die ganze Gruppe aber einfach intendiert, dass die Entscheidung angenommen wurde. Stein also betrachtet, dass die kollektive Intentionalität eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz einer Gemeinschaft ist. Dies bedeutet, dass die Gemeinschaften sind Gruppen, zu denen propositionalen Einstellungen wahrheitsgemäß zugeschrieben werden können. Die Gemeinschaft sind Gruppen, die denken, die Power of Minds haben. Steins zweite Kategorie der sozialen Kollektivität, die Gesellschaft,
ist am besten als eine Art von Gemeinschaft anzusehen. Wie jede Gemeinschaft stellt eine Gesellschaft eine Gruppe von Individuen, die kommunalen Erfahrungen hat, dar. Die Mitglieder der Gesellschaft aber beziehen sich aufeinander vornehmlich als Objekte. Keine gegenseitige Anerkennung also findet man hier. Das Beispiel dafür. Der leitende Ausschuss ist nach Stein eine Gesellschaft. Mitglieder könnten gemeinsam beabsichtigen, dass die Entscheidung angenommen würde, aber jedes Mitglied könnte seine eigenen Gründe für die Bildung dieser Intention haben. Die Zusammenarbeit mit anderen im Ausschuss ist dann nur Mittel zum eigenen Zwecken, die die anderen nicht teilen. Das ist ganz anderes als Handeln für die kollektiv geschätztes Ziel, wenn die Teilnehmer in der Gruppe die Absicht für einen gemeinsamen Grund bilden. Stein weiter behauptet, dass die meisten Gemeinschaften eigentlich die Gesellschaften zu einem gewissen Grad sind und dass die Differenzierung hängt von Ausmaß ab, in welchem die nicht gemeinsamen Erfahrungen bestimmen die Art, in der die einzelnen Mitglieder der Gruppe handeln. Eine Masse von Individuen unterscheidet sich von einer Gemeinschaft, soweit eine Masse fehlt, kommunale Erfahrungen und Gemeinschaftserlebnisse. Individuen, welche eine Masse bildet, haben lediglich im gegenseitigen Kontakt die Erfahrungen des gleichen Tipps. So zum Beispiel, wenn ich an einer öffentlichen Versammlung teilnehme, wo mehrere Individuen Angst über eine vorgeschlagene Gesetzgebung neuer Pensionskasse haben und ausdrücken, konnte ich das gleiche Gefühl auch ausdrücken. Ich konnte also die Gefühle, die anderen ausdrücken, völlig aufnehmen. Diese emotionale Ansteckung kann nicht ein Gemeinschaftserlebnis stiften nach Stein. Und zwar ein Erlebnis, das ich bewusstlich zusammen mit anderen habe. Statt dass ich zusammen mit anderen Angst habe, hätte ich einfach Angst vor der vorgeschlagenen Gesetzgebung. Also ich würde vor anderen verursacht worden, die ähnlichen Gefühle zu empfinden. Ich werde gleich diesen Moment betonen und ihm zu der mimetischen Struktur der kollektiven Identität eines Gruppentyps beziehen. Also, Sie können meinen Vorschlag lesen. Kann man es lesen? Ist es sichtbar? Ja. Gut. Also, so, nun beginne ich mit meiner Typologie der Gruppen, die verschiedenen Arten der kollektiven Identität haben. Ich schlage die folgende Differenzierung vor. Unvermittelte Mengen mit mimetischen Intentionen, vermittelte Vereinigungen mit gemeinsamen Intentionen und unvermittelte Gemeinschaften mit vermittelten Intentionen. Zuerst über die Mengen. Wenn ich über Mengen spreche, vor allem denke ich oder an die ursprünglichen organischen Mengen wie Familien, die in der vorgegebenen Sittlichkeit versinken sind, oder an die räumlich-zeitlich begrenzte Mengen, wie zum Beispiel Fußball-Fangruppen oder verschiedene öffentliche Proteste. Beide Arten von diesen Mengen gründet sich nicht auf gemeinsamer Intentionalität, sondern übernimmt sie mimetisch. Das ist viel sichtbarer bei der Familie. Die zweite Art der Mengen kann ursprünglich entstehen und seine Identität auf gemeinsamer Intentionalität basiert, obwohl sie diese Bestimmung wesentlich verliert, im Moment, wann sich die ursprüngliche Intention objektiviert und ein sozialer Fakt wurde. Auch Edith Stein hat diese Besonderheit zu ihren eigenen Behauptungen über die Natur der Masse zugeschrieben. Erinnern wir uns an das Beispiel über die emotionale Ansteckung. Die emotionale Ansteckung kann nicht ein Gemeinschaftserlebnis stiften. Und zwar ein Erlebnis, das ich bewusstlich zusammen mit anderen habe.
Statt dass ich zusammen mit anderen Angst habe, hätte ich einfach Angst vor der vorgeschlagenen Gesetzgebung. Also ich würde von anderen verursacht worden, die ähnliche Gefühle zu empfinden. Wir haben hier also sichtbare Solidarität, die aber mimetisch begründet ist. Obwohl im Fall der Familie die Liebe ist das, was Mitglieder verbindet, sind die sozialen Akten der Familie die mimetischen. Mimesis beinhaltet einen feinen Zwangsakt. Deswegen kann in den Mengen ausgedrückte Solidarität auch die Gestalt der extremen Gewalt annehmen, wie im Fall der Fußball-Fangruppe. Die Menge begründet ihre Identität nicht auf gemeinsamen intentionalen Zwecken, sondern übernimmt ihre Identität als eine Daseinende. Ich betrachte zugleich, dass die Gewalt, die sich da offenbart, ist nicht die Manifestation der Macht, welche man in den kollektiven Identitäten der Vereinigungen finden kann. Falls wir die politische mit sozialer Ontologie verbinden möchten, also politische Ontologie mit sozialen Ontologie, und ich betrachte, dass es nicht nur erwünscht, sondern notwendig ist, dann die politische Bestimmung der Mengen können wir mit der Bestimmungswort Konservativismus einbegreifen. Mengen zeigen sich durch die feste Struktur aus, die versucht, sich bei jeder Gelegenheit sich zu erhalten. Denn mit der Änderung der Gruppenstruktur würde sich die Gruppe selbst ändern. Das heißt, es wäre die gleiche Familie nicht mehr, es wäre die Fußball-Fangruppe nicht mehr und so weiter. Jetzt die zweite Gruppe stellen die verschiedenen Formen der Vereinigungen dar. Die politische Partei, Korporationen, Ausschüsse. Also die Gruppen, die ihre Identität innerhalb einer größeren Gesellschaft fundieren und wesentlich in Bezug zum positiven Rechtssystem. Die Gesamtheit dieser Gruppen bilden eine Gesellschaft im breiteren Sinne. Also Gesellschaft nur als ein Gesamtbegriff. Die Intentionalität, worauf die Identität der Vereinigungen gebildet ist, ist gemeinsamer. Power of Minds, über etwas zu sein, ein gemeinsamer, intendierten Zweck zu folgen, ein Ziel aber als zu realisieren, zu gesetzt, macht wesentlich die Intentionalität von Handlungen. Das heißt, das ist eine reflexive Intentionalität, die der intentionalen Bezugnahme selbst zugewendet ist. Im Unterschied zur ersten Gruppe, die eine vorreflexive mimetische Intentionalität hat, die den intentionalen Dingen zugewendet ist, die Intention der Vereinigungen verschwindet sich nicht mit ihrer Objektivierung, wie bei den Mengen, sondern verändert zugleich nur ihr Objekt, während die Form der Intention bleibt hinfort die gleiche und notwendigerweise streckt sich auf allen Gruppenmitglieder. Ein weiterer Merkmal solcher Vereinigungen ist ihre hierarchische Ordnung, in welche die gegenseitige Anerkennung der Mitglieder horizontal und vertikal ist. Auf die Spitze jeder solchen Vereinigung steht eine autoritative Behörde. Um zu sehen, worin sich die sozialontologische Besonderheit der Vereinigungen im Rücksicht auf den John Searles Begriff der institutionellen Fakt besteht, also institutionelle Tatsache, muss man zuerst bemerken, dass die wichtigste Bestimmung der Vereinigungen besteht darin, dass sie Intention bedingt sind mit den gesetzten Gesetzen, also mit dem positiven Rechtssystem. Ihre Intentionalität ist nicht nur gemäß der positiven Gesetze eingerichtet,
sondern im großen Maß auch auf die Gesetze selbst, beziehungsweise auf ihre Veränderung. Ich behaupte, dass man mindestens die Hegelsche Ontologie des Gesetzes sozialontologisch lesen kann. Hegel nimmt das Recht des Eigentums als universelle Bestimmung der Gesellschaft in ihrer geltenden Wirklichkeit, um zu untersuchen, was ist die Natur des Gesetzes. Die Gesetze bilden sich nach Hegel, wenn und nur wenn eine soziale Gruppe ihre Intentionalität auf etwas Allgemeines richtet. Die objektive Wirklichkeit des Rechts besteht dann aus zwei Teilen. Für das Bewusstsein zu sein, überhaupt bewusst zu werden, und zwei, die Macht der Wirklichkeit zu haben und zu gelten und damit auch als allgemein gültiges gewusst zu werden. Das sind Zitaten. Also sozialontologisch gelesen, das Gesetz als das institutionelle Fakt wurde durch den sozial-konstitutiven Akt der Intentionalität auf seinen allgemeinen Gelten entsteht. Mit anderen Worten, die Gesetze sind die institutionellen Fakten, die gelten entweder für die Gesellschaft im breiten Sinne, als Gesamtheit der Vereinigungen oder innerhalb einer Vereinigung, welche im Besitz der legitimen Macht ist, um zu einigen intentionellen Werten oder im Rahmen ihrer besonderen Gruppe als allgemeingültige zu gesetzen. Die Gesetze als objektive Wirklichkeit des Rechts sind notwendig mit der Intentionalität von den Individuen verbindet, beziehungsweise für das Bewusstsein zu sein. Das Gesetz ist das Bekannte nach Hegel, das heißt, das Gesetz galt als vorreflexive Sittlichkeit bevor seiner Konstituierung. Aber es beinhaltete nicht die Form der Allgemeinheit, die er erhält erst mit dem Verhältnis des Bewusstseins der Individuen zu ihm. Denn die sittlichen Gesetze sind nach Hegel auch wesentlich die Gedanken. Auf dieser Stelle macht Hegel eine Unterscheidung, welche erinnert an Searles Unterscheidung zwischen Brute and Institutional Facts. Ich zitiere: Die Sonne wie die Planeten haben auch ihre Gesetze. Aber sie wissen sie nicht. Nämlich, das Gesetz ist die Identität von Ansichtseins und Gesetzseins. Und die Intentionalität ist nicht anderes als zum Gelten bringen das, was anwesend als an sich im Bewusstsein ist oder war. Aber erst innerhalb einer bestimmten Gruppe, das ist in der bürgerlichen Gesellschaft, wird Recht an sich nach Hegel das Gesetz. Weil einmal erstellt, materielle Werkzeuge fortbestehen als materielle Objekte, unabhängig von uns, aber nicht mehr als Werkzeuge. Denn ohne Menschen fortbesteht die Banknote als ein materielles Objekt. Aber es ist sinnlos zu sagen, dass sie als Banknote fortbesteht. Das Gleiche gilt für das Gesetz. Man kann das Gesetz nicht vorfinden, nicht zwischen anderen Gegenständen in der Außenwelt beobachten, obwohl seine eigenen Werkzeuge, die man ihm zuschreiben, wie die verschiedenen Institutionen, können. Das Gesetz ist nur auf einem Ort beschränkt, auf dem Geist des Menschen. Das Gesetz ist eine Idee, wie das Proletariat oder die Welt selbst. In Kürze, die Gesetze sind die institutionellen Fakten, die mittels ihrer Formen das Zusammenleben der Individuen ermöglichen. Das, was wir heute als institutionellen Fakten benennen, Hegel selbst hat als Förmlichkeiten benennen, Paragraph 217. Ich zitiere,
In der Gesellschaft kommen deswegen in Beziehungen auf das Eigentum Förmlichkeiten vor. Man setzt Grenzsteine zum Zeichen für das Anerkenntnis anderer. Man legt Hypothekenbücher, Verzeichnisse des Eigentums an. Das meiste Eigentum in der bürgerlichen Gesellschaft beruht auf Vertrag, dessen Förmlichkeiten fest und bestimmt sind. Und Vertrag ist ein grundlegender institutioneller Fakt. Zitat Ende. Das Gesetz als Förmlichkeit also gibt nur die Form zu dem, worüber haben sich die Menschen vorläufig einverstanden. Denn um das Gesetz rechtmächtig zu sein, sollen die Mitglieder der Gesellschaft über ihn als institutionelles Fakt vorerst einverstanden. Weiter, Vereinigungen sind durch Vermögen bzw. Unvermögen der Macht bestimmt. Wenn die Mengen durch die Instrumentalität der Gewalt bestimmt sind, und hier wende ich mich an Hannah Arendt vor und an ihre Differenzierung zwischen der Macht und der Gewalt, dann geht es bei den Vereinigungen über die Legitimität. Das heißt, wenn die gemeinsame Intentionalität von Handlungen charakterisiert die Vereinigungen, dann die Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, das ist Zitat, Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Zitat Ende aus Macht und Gewalt von Hannah Arendt. Diese Macht ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur so lange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemandem sagen, er habe die Macht, heißt das in die Wirklichkeit, dass er von einer bestimmten Anzahl von Menschen ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln. Darum behaupte ich, dass die Vereinigungen wesentlich die Existenz einer autorativen Behörde in sich beinhaltet, welche die Macht einer Gruppe leitet. Daher kann man das politische Bestimmungswort der Vereinigungen als Klassenkampf beschreiben. Und zwar im Sinne, dass das, was die Gesellschaft zusammenhält, gerade dieser gründliche, durchgreifende Antagonismus ist. In einem solchen Antagonismus ist eine neutrale Position nicht möglich, weil jeder, der Mitglied einer Vereinigung ist. Ich bin Rastko Jovanov. Unter meinem Nachnamen stehen zugleich die sozialen Fakten, die mich wesentlich bestimmen. Ich bin Mitarbeiter an der Universität, Mitglied des leitenden Ausschusses des Instituts und so weiter. Ich kann mich also ohne der institutionalen Fakten wie Professor, Universität nicht beschreiben. Jetzt die dritte Art von Gruppe mit eigenen kollektiven Identität sind Gemeinschaften, nach meiner Meinung. Gemeinschaft ist meiner Meinung nach wesentlich mit einer politischen Ontologie verbunden. Hier geht es um die soziale Gruppe, die zu einem Staat geworden ist. Wir können auch über die Gemeinschaft ohne Staat sprechen. Untersuche ich nur solche Gemeinschaften aber, die sich auf das positive Recht begründen. Und auch aber auf einen weiteren Kennzeichen, welches differenziert diese Art von Gruppen von beiden vorherigen. Es handelt sich um die geistige Einheit, die aus der reflexiven Solidarität entsteht. Der gleiche Solidarität gründet sich auf der Identität des Rechts und der Pflicht. Weder sich die Gemeinschaften auf der gemeinsamen Intentionalität wie Vereinigungen basieren, noch sie eine sichtbare feste Struktur wie Mengen haben.
Sie stiften sich auf Joint Commitments, auf den gemeinsamen Verpflichtungen, die sich nur in der Ausnahmezustände erheben. Nur die Gefahr für die Selbsterhaltung der Gemeinschaft führt zur Erscheinung der geistigen Einheit, deren Phänomene Joint Commitments sind. Gemeinsame Verpflichtungen entstehen auf verschiedene Weise und individuelle Zustimmung der Mitglieder werden oft, aber nicht immer das Mittel. Wenn solche Gruppen sind verpflichtet, um etwas zu tun, dann sind ihre Mitglieder individuell nötig, um das Gleiche zu tun. Aufgrund ihrer gemeinsamen Verpflichtung und die aus der Erfüllung der Pflichten entstandene Solidarität, also die Solidarität aus der Erfüllung der Pflichten, die entstanden, diese Solidarität ist völlig überpersönlich. Im Sinne, dass ich keinen Mitglied der Gemeinschaft kennen muss, keinen anderen Mitglieder, obwohl ich die Bedingung erfüllen muss, mit ihm die gemeinsame Glauben, das gemeinsame Vertrauen, die in Ausnahmezustände aufkommen, teilen. Also, erst die gemeinsamen Verpflichtungen bilden gemeinsame Intentionen. Deswegen nenne ich sie vermittelte Intentionen. Denn sie bedürfen durch den Ausnahmezustand vermittelt zu sein. Der Ausnahmezustand muss nicht notwendig den politischen Akt anfordern, wie Kriege, sondern ist genug, den sozialen Akt anzufordern. Das heißt, die Solidarität der Mitglieder der Gemeinschaft bei den Naturkatastrophen. Die Konzeption von der Identität des Rechts und Pflicht basiere ich auf Verständnis Hegels. Die konkrete Freiheit, die verwirklichte Freiheit im Rechten eines Staates, ist das Ziel der Intentionalität einer Gemeinschaft. Weil ich die Freiheit hegelianisch als Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung verstehe. Diese These muss dann die folgenden Bedingungen erfüllen. Meine These. Zum Ersten, Rechte und Pflichten sind am Begriff des freien Willens gegründet. Zum Zweiten, Respekt und Würde jedes Einzelnen sind in das Grundrecht und die Pflicht, seine Freiheit zu verwirklichen, ausgedrückt. Und zum Dritten, die Identität ist zu verstehen als Identität, die nur in dem, was Hegel der moderne Staat nennt, verwirklicht ist, also in dem Rechtsstaat. Und die politische Bestimmung der Gemeinschaften beschreibe ich als Verfassungspatriotismus, als Verhältnis des Zutrauens, der Verantwortung, der Aufopferung für die Ganze. Wie bei den Vereinigungen, so auch bei den Gemeinschaften findet man die Existenz der autoritativen Behörde. Die Mission, die dem Staat zugeschrieben wurde, ist tatsächlich von der Behörde durchgeführt worden. Da alle sozialen Aktionen der autoritativen Behörde Repräsentationsakten sind, ergibt jeder soziale Akt durch die Behörde durchgeführt, die Erschaffung von Rechten, Pflichten oder Ansprüchen auf die zu repräsentierende Kollektivität. Und da tritt ein Problem, das sich heute offen lassen. Nämlich die autoritative Behörde kann sowohl bei den Vereinigungen als auch bei den Gemeinschaften die verschiedene Rolle einnehmen. Lehrer, Ärzte, Berater, Anwälte, Politiker und so weiter. Wir sind nicht die besten Richter unserer eigenen Interessen. Sozialität braucht und baut sich auch auf unvermeidbare anleitende Beziehungen. Man kann sagen, wir kooperieren und gemeinsam handeln,
dank der Tatsache, dass wir nicht voll zu verstehen und zu wollen, was wir gemeinsam tun. Danke.